Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Ich weiß auch nicht, was ich jetzt sage. Ja, Moin. moin. Was heute wieder anliegt, wissen wir beide nicht, oder? Ja, zum Glück leben wir noch. Das stimmt. Kann man gar Also nicht du hast mit. keinen Herz-Kreislauf-Stillstand erfahren und bist noch kein halbtoter Organhandelskörper. Nee, also wenn Herzstillstand da ist, Kreislaufstillstand da ist, da haben wir ja früher mehr diese Geräte zur Reanimation angeschafft, brauchen wir heute nicht mehr. FDP hat gesagt, nicht mehr reanimieren, Organe handeln. So und Genau. so. Hirntod feststellen ist viel zu aufwendig, viel zu kompliziert. Hauptsache mal raus mit dem Zeug, was noch da ist, wobei Leber, Nieren kann ich bei mir eh knicken. Aber egal, Hauptsache der Markt funktioniert. Also ich weiß nicht, was die FDP da will. Es kam nur eine Kurzmeldung in den Nachrichten. Ja. Auch die müssen ihren Scheiß mal ein bisschen besser vorbereiten, dass man versteht, was da genau dahinter steht. Also so erscheint mir das ziemlich abartig. Ja, irgendwie abartig. Aber es gibt ja viele so Abartigkeiten, ne? Angeblich gibt es ja im Moment keine Kochsalzlösung, es gibt kein Hustenmedikament, es gibt so viele Sachen nicht. Heute habe ich gelernt, woran das liegt. Die Krankenkassen haben mit den Pharmakonzernen so gut verhandelt, dass die Preise so niedrig waren, dass die Konzerne zwar einen Vertrag geschlossen haben, aber jetzt einfach nicht mehr produzieren, weil es ihnen zu wenig Geld ist. So einfach ist das. Und da muss Politik dann handeln. Ja. Ja, Kochsalzlösung ist auch ganz teuer herzustellen. Wahnsinn, ne? Also, das Hey, nee, können wenn ich die Preise sehe, wenn ich die Preise sehe, also bei wir. Natron ist mir das erste Mal aufgefallen. Da gibt es die kleinen Tütchen ein paar Gramm im Supermarkt, ja, für 1,29 € oder sogar 2 €. Gehst du dann irgendwann zum Türken, da kriegst du so ein 500, 600 Gramm Ding für 5 €. Da sagst du Ja. dir auch, wie ist das möglich? Wie ist die Differenz möglich? Oder bei Zitronensäure und so weiter. Da Ja, kaufe ja, ich 5 Kilo für 11 €. Und ja. wenn ich irgendwo in die DM gehe und kriege da ein kleines Beutelchen, Ja. sind 5 Beutelchen schon teurer als die großen 5 Kilo Säcke. Also, sorry, und das muss doch bei anderen Ja, chemischen vergesst es Produkten einfach nur. ähnlich Das sein. Nein, ist, das kann mir keiner erzählen. und das sind alles Scheißhausparolen. Entschuldige bitte, wenn ich das so deutlich sage. Es war an der Zeit, dass die Kassen haben die Preise verhandeln dürfen. Alles andere ist jetzt Pharmagemächt. Ob die jetzt das Salzwasser in der Türkei produzieren lassen oder in Bangladesch oder in China oder in Indien oder wo der Sachs-Preis umfällt, ist eigentlich egal. Es muss da sein, wenn es gebraucht wird. Und wenn sie logistisch nicht in der Lage sind, das zu gewährleisten, dann sind es die falschen Handelspartner. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist nicht ein Fehler der Politik, sondern das ist ein Fehler der Pharmakonzerne. Und wenn man das nicht mehr benennen kann, sondern dann rumeiert, dass die Kassen Schuld haben, dann muss ich mich auch fragen, ob, naja, man noch irgendwie beim Ticken so tick, tack, nein, richtig beieinander ist. Ja. Tut mir leid, aber habe ich wenig Verständnis dafür. Ja, Gibt auch und keine richtige Lösung, weil die Krankenkassen werden ja kaum anfangen, Kochsalzlösungen herzustellen in Eigenregie. Aber peinlich, ich finde es nicht. irgendeine Änderung muss her, ja. Ja, ich finde es wirklich nur peinlich. Da wird die ganze Zeit über den Markt Rhabarber gelabert. Dann hatten wir eben den Organhandel schon. Jetzt haben wir den Medikamentenhandel. Das hat alles wenig mit Markt zu tun. Da muss man sich einfach mal auch in staatliche Verantwortung begeben und sagen, wo es lang geht und fertig und aus die Maus. Ja. Was soll das? Ja, und das ist doch genau dasselbe. Jetzt wird die Dienste beschweren sich, dass sie nicht feststellen können, wann wer wo aus Russland. Sie dürfen das nicht speichern, welche IP das sendet und so weiter. Facebook, X, Sie alle TikTok. tun das. Sie alle tun das, Alle ja. tun das. Also natürlich TikTok, das ist chinesisch absolut unverdächtig. Telegram russisch absolut unverdächtig. Die dürfen das alle, aber unsere Dienste dürfen das nicht. Ja, Also. weil ja der Bürger so ein Misstrauen gegen den eigenen Staat hat, vorgeblich, der ja immer nur Böses im Sinne hat. Ja, Als wenn natürlich, Scholz, Facebook ganz das Gute besonders. von Der uns, das Scholz. Gute für uns will. Hier, hallo. Der Scholz und der Habeck.
Stell dir mal vor, die wüssten, welche API du gerade hast, ja, und würden das noch speichern für 3 Wochen, Rudi, oder für 6. Das wäre doch fürchterlich. Ich meine, die tun es sowieso. Aber ich finde diese Diskussion so haarsträubend, die da von libertärer Seite geführt wird, nur damit die eigene Klientel mit diesen Daten machen kann, was sie will, Google und Co. Das Wir kannst du werden noch, auch sagen. Michael, wenn es keinen Hustensaft mehr gibt, keine Antibiotika, wenn es keine Kochsalzlösung mehr gibt, dann fällt doch die westliche Welt, solange sie Patienten sind, doch aus als Gewinnbringer für die Pharmaindustrie. Ja? Und wenn sie dann nicht mehr da sind und auch kein Facebook mehr gucken, ja, und darum machen, Alles gut. dann fallen sie auch als Datenproduzenten aus und als Gewinnbringer für all diese großen Dann, Unternehmen. genau. Das muss man einfach mal zu Ende denken, dass die gesamte westliche Welt ausfällt als Konsument. Ja. So, Punkt. Was machen dann diese Unternehmen? Ja. Sind die dann nur noch in China tätig oder Bill Gates mit Microsoft genau dasselbe, oder Bezos und sonst wie sie alle heißen, nur noch in Kalifornien für Ja, irgendeine ja. kleine Klientel? Nein, also Hallo. die Europäer sind da absolut im Hintertreffen. Was die machen zum Thema Digitalität und Digitalisierung, das ist sowas von kindlich naiv. Die lassen sich einbestellen von ein paar Lobbyisten, die erzählen denen, wie toll Amazon, Google, Facebook, Apple, Microsoft und Co. sind. Die glauben das alles und sagen, ja, wir kaufen nur noch bei euch. Ihr habt die allerbesten aller Produkte. Was Europäisches brauchen wir ja schon lange nicht mehr. Ja. Und dann wundern wir uns, wenn nichts mehr funktioniert. Also, meine Herren, kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Ich glaube, hier muss Druck aufgebaut werden, und dazu bedarf es auch des Drucks der Bevölkerung. Das Ja. bedeutet aber auch, dass die Bevölkerung aufgeklärt wird und sich aufklären lässt über die Machenschaften der großen Tech-Konzerne, genauso wie über die hybride Kriegführung Russlands, was das Genau. bedeutet, wie tief das in ihr persönliches Leben einschneidet. Es bedarf Ja, da Eine spricht Rudi, da sprichst du Aufklärung es an. darüber, was Hassreden anrichten in unserer Demokratie, was sie Ja. zerstören in der Lage sind und. Und es Regelt bedarf doch dann alles des der Markt. Aufstehens jedes Einzelnen von uns, dass wir sagen, so, da machen wir nicht mehr mit, so Ja, machen aber wir regelt da doch nicht alles mehr der mit. Markt. Verstehst du? Also, wenn aggressive Überschriften die Leute glücklich machen und die wählen das dann, die gucken halt gern zerfetzte Kinder an und dann gucken sie sich das auch an. Und dann kann man Werbung draufschalten und noch ein paar Unfälle dazu, vielleicht noch ein netter Flugzeugabsturz. Das sind so die schönen Sachen für Social Media, wo jeder draufklickt, wo jeder mal wissen will, was steckt dahinter. Ja, und das ist dann legal und dann wundert man sich über Hasskommentare. Also ich finde, da muss insgesamt mal drüber diskutiert werden, nicht wahr? Das ist ja kein Zustand. Und die hybride Kriegsführung, da wollen wir gar nicht drüber reden. Iran, Belarus, Russland, da stecken Nordkorea, da stecken noch so ein paar unter einer Decke. Die dürfen machen, was sie wollen. Die können auch aufzeichnen, was sie wollen. Ja, und unsere Dienste dürfen nicht mal die Pappnasen benennen. Ne? Das ist für mich unerträglich. Also, wofür brauche ich dann noch einen Staat, wenn der Staat eigentlich nichts darf? Die Privaten, in Anführungszeichen, sind ja so privat, die Russen. Und die Nordkoreaner auch und die Iraner auch, die sind ja alle ganz privat, dürfen eigentlich alles machen. Nee, also das geht mir erheblich zu weit. Und ja, weißt du, diese ganzen So, Bots, die dann kommentieren. Michael, wenn es Fälle geben sollte bei uns in Deutschland, jetzt einmal ganz klein angefangen, wo aufgrund von staatlichen Fehlhandlungen Unschuldige ins Gefängnis kommen, die werden ja nicht gleich staatlich ermordet, weil Todesstrafe haben wir ja nicht mehr. Die kommen ja ge gegebenenfalls auch wieder raus und werden gegebenenfalls auch entschädigt. Wenn das in großer Menge aufgrund von fehlerhaften und absichtsvollen staatlichen Handeln passiert, in größeren Nee, Mengen, Rudi. dann bin Du? ich ja bereit, auch mal darüber nachzudenken, ob man dem Staat die Mittel, die die Ja, Privaten hör auch oft auf. haben, nicht auch zur Verfügung stellt, ja?
Oder Rudi, sehe ich hör mich da auf, im. ich will es gar nicht diskutieren. So ernsthaft sehe ich schon, kann ich gar nicht mehr sehen. Ich will, glaube ich, die Zeit schreitet voran, nochmal darauf aufmerksam machen, dass es auch vernünftige Institutionen gibt. Die Gewerkschaften fordern gerade wieder Lohnerhöhung. Zu Recht, nach meinem Dafürhalten. So schlecht, wie die Wirtschaft uns das jährlich klar machen will mit ihrem Gejammer, geht es der Wirtschaft nicht. Es wird Zeit, dass die Löhne angepasst werden, angehoben werden. Es wird Zeit, dass die Zukunftsbremse rausgenommen wird und dass man auch mal wieder genügend Personal von der Bahn über Krankenhäuser hin bis zum Zoll einstellen kann. Da muss sich einfach politisch was verändern. Das kann man nicht hinkriegen, indem man den neoliberalen Scheiß, der seit 25, 30 Jahren runtergebetet wird, gebetsmühlenartig wiederholt. Das ist einfach unterirdisch. Brauche ich Ich nicht. habe gestern einen längeren Text, weil das ist nicht in zwei Zeilen Facebook-Welterklärungskommentar abzuhandeln, mal aufgelistet, wie hoch der Investitionsbedarf ist, der aufgelaufen ist seit Ende der 90er. So. Und da gehört Ende Kohl gehört mit dazu und die gesamte Merkel-Ära gehört auch dazu. Ja, Lass mir mal die paar Jahre grüne Regierung mal ein bisschen außen vor, die hat dann auch gestruggelt. ja. Das mal in Hunderte von Milliarden und das ist nur sehr konservativ. Ja. Das kann sich mal jemand auch bei mir mal angucken in Tillichs Ausblicke. Das ist eine ziemlich lange Auflistung, aber das zeigt, dass es mit einer normalen Haushaltsführung nicht mehr zu erledigen ist. Ja. Ja? Und es ist mitnichten so, dass wir den Kindern und Enkelkindern nur Schulden hinterlassen, wenn wir das heute angehen. Das ist Ja. einfach eine Scheißhausparole, Das Entschuldigung. ist halt So, Blödsinn. Ja. guckt euch das genau an. Der Rudi macht sich da immer sehr viel Arbeit und guckt auch genau hin. Guckt ihr auch mal genau hin. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Ich fürchte mal, morgen passiert dasselbe wie heute Morgen. Ja, dass wir nicht wissen, wo wir anfangen können und wo wir aufhören müssen.